Professor Dawkins, sehr geehrte Damen und Herren. Stammt der Mensch vom Affen ab? Ja, aber lehren manche vom Affen aus der Arche Noah. Besonders Theologen lehren dies, einzige Experten freilich ohne Ahnung von ihrem Forschungsobjekt, dem ens entium doch, ens realissimum, ens perfectissimum, ens assi, etc. bb. Tausend Namen gibt es dafür, nur nicht das selbst, sagt der Preisträger, und zählt sich in einem 7-Punkte-Spektrum der Wahrscheinlichkeiten von Gottes Existenz zur 6. Kategorie, ich zitiere, de facto atheistisch, mit starker Neigung zur 7. Kategorie, stark atheistisch. Der Namenspatron des Preises dagegen ist Agnostiker und als solcher einer derer, die dem Träger des Preises, gelegentlich selbst auch als Agnostiker auftreten, nicht ganz geheuer sind. Nun bin ich essentiell wohl oder übel das Resultat lebenslanger Geschichtsbetrachtung in Argwohn eingeschweißt wie in eine zweite Haut. Ist Skepsis für mich Anfang und Ende der Philosophie. Und eben deshalb stimme ich Richard Dawkins zu, wenn er unter Agnostikern allerlei Wischiwaschi-Gelichter nicht nur vermutet, viele klammheimliche Dreifaltigkeitsanbeter, nicht weniger auch jener, die aus dem Arche Noah-Affen, einem der Mythologie entsprungenes Tier, transsubstantiationsversiert, wie die Metamorphosemeister sind, einen Affen aus Fleisch und Blut machen möchten. Doch besinnen, quallenweich und rückgratlos, regt sich in jeder Ideologie und der echte Agnostiker gleicht dem Falschen so wenig wie der lebendige Affe, dem Bibelblut. Wir haben also welche Toleranzbreite? Einen Atheisten, einen Approximativ-Atheisten, der den Preis freundlicherweise empfängt, einen Agnostiker, dessen Namen der Preis trägt, ja, und eine preisvergebende, eher atheistische Stiftung, die sich nach einem Pantheisten benennt. Aber, meine Damen und Herren, die berühmtesten Leute sind Pantheisten. Goethe, Spinoza, nicht minder berühmte sind Agnostiker, David Hume, mit Einschränkung Kant, Agnostiker auch Kant, Spencer, Darwin, Russell, Camus, die meisten Neukantianer und Positivisten. Ein faszinierender Atheist aus dem Land wieder unseres Celebren Gastes des Schellen, fulminanter Empörer gegen jedwede Knechtung des Menschen. 19-jährig schleudert er sein Essay, The Necessity of Atheism heraus, wird prompt von Oxford relegiert, von derselben Universität, an der heute Dawkins lehrt. Signalisiert es die Entwicklung? Oder naht, was noch konvertiert, Chesterton, katholischer Antagonist, keine Chance, sich gut vorstellen konnte, ein neues Zeitalter der Inquisition mit dem ganzen Apparat von Folter und Scheiterhaufen? Gehalten ganz generell ein paar Gedanken zum Deschnerpreis zu äußern, erfülle ich mit Ihrer Einwilligung den Wunsch, indem ich künftige Kandidaten im Blick, vielleicht etwas märchenhaft, meinerseits drei Wünsche nennen. Zunächst soll es selbstverständlich sein, dass man als Träger dieses Preises Agnostiker nicht eliminiert. Agnostiker stehen Atheisten im Film nahe. Auch ich bin Atheisten, falls sie nicht gar nicht so selten Pfaffen auf ihre Weise sind. Eng verbunden. Dem kritischen Atheisten allerdings
der die Gottesidee als unbegründbar und überflüssig ablehnt, wie Dawkins, noch mehr als dem dogmatischen Atheisten, der sie als rhetorisch verneint. Doch praktisch lebe ich, lebt der Agnostiker wie der Atheist. Ja, es gibt Autoren, die sich als Atheisten und Agnostiker zugleich bekennen. Nun, laut Stiftungserklärung ehrt der Preis Personen oder Gruppen, ich zitiere weiter, die wie der Namensgeber in besonderem Maße zur Stärkung des säkularen, wissenschaftlichen und humanistischen Denkens und Handelns beitragen. Nun verdankt die Menschheit der Wissenschaft viel, doch wie ich nicht gottgläubig, nicht christgläubig, nicht islamgläubig, nicht europagläubig bin, so auch nicht wissenschaftsgläubig. Nicht europagläubig, falls es irritiert, weil ich fürchte, dass anstelle eines deutschen, französischen, britischen Nationalismus ein weit größerer europäischer treten und die Geschichte des Vereins in Europa noch unglücklicher verlaufen könnte als die Geschichte jedes einzelnen deutschen Landes zuvor. Und dies nicht zuletzt mit Hilfe einer Wissenschaft, die zum größten Teil direkt oder indirekt im Dienst des militärisch-industriellen Komplexes steht und sich somit doch immer weniger, wie noch Léa Desjardins glaubte, als Zwillingsschwester der Humanität erweist, als ein Szenario des Gegenteils. Nicht wissenschaftsgläubig bin ich jedoch nicht, weil ich gern ins Blaue schwärmte, vernarrt wäre ins Ungewisse, die Agnosie vergötzte oder gar, mit Nietzsche zu sprechen, das Fragezeichen selbst als Gott anbetete. Auch durchaus nicht wegen alter Fehler und Fehlschläge, samt dem ganzen Gewimmel von Widersprüchen und Inkonsequenzen, die es im Gefolge scientifischer Doktrinen schon gab und wahrscheinlich immer geben wird. Nein, nicht wissenschaftsgläubig bin ich bereits angesichts unserer Erkenntnisapparatur. Weniger doch ein Erkenntnis als ein Anpassungsorgan, somit präformiert, subjektiv, ein Denkvermögen, das vor allem begrenzt ist, nicht aus sich heraus kann, nicht aus seiner grundsätzlich beschränkten Potenz, nicht aus seiner speziellen Position. Nicht wissenschaftsgläubig bin ich, weil dieses Denkvermögen von Teilerfahrungen abhängt, von perspektivischen Schätzungen und Verschätzungen, von Scheinbarkeiten, weil all unsere Theorien nur Vorläufe, nur Hypothesen, mehr Funktionsbegriffe als Konstanten, weil selbst in der Physik fundamentale Tatsachen manchmal nur interpretatorisch zu deuten sind, ohne logische Evidenz. Doch auch in der Logik, der Mathematik, gibt es unübersteigbare Erkenntnisgrenzen. Von den Moden der Geisteswissenschaften, diesen oft zu ridikülen, zu zeitbedingten Balletttänzen der Eitelkeit und des Opportunismus ganz zu schweigen. Erst recht zu schweigen von unserer Gebundenheit an eine bestimmte Sprache, Kultur, Zeit, einen bestimmten Raum, wissen wir ja auch keinesfalls, ob die uns bekannten Naturgesetze für das gesamte Universum gelten, ob sich nicht auch ganz andere Wertmaße und Seinssysteme denken lassen, unendlich viele uns gar nicht vorstellbar. Gewiss, es sind immer nur diejenigen, welche wenig wissen und nicht die, welche viel wissen, die positiv behaupten, dass dieses oder jenes Problem nie von der Wissenschaft werde gelöst werden. Doch Darwin, der so schreibt und sich selbst
Agnostiker nennt, bekennt auch, ich fühlte zutiefst, dass das Ganze zu geheimnisvoll ist für den menschlichen Verstand. Genauso könnte ein Hund über den Verstand Newtons spekulieren. Kurz, ich wünschte, man verwehrte unseren Preis auch jenen nicht, die weder, so Hans Albert, der kritische Rationalist, die Illusion objektiver Gewissheit verschleiern, noch die Kollateralschäden der Forschung, das, was diese Ambivalenz des Fortschritts unmittelbar und mittelbar und ungeheuer genug schon ruiniert hat und noch ruinieren wird. Prophezeier brauchen nur zurückzuschauen. Die Vergangenheit ist nie vergangen. Damit rücken so vage wie knapp die postmoderne Industriegesellschaft ins Blickfeld und mein zweiter, mir noch wichtigerer Wunsch. Mehr kognitivistisch unterströmte Weltanschauungsgruppen charakterisiert häufig, zumal wenn sie akademisch, universitär dominiert sind und nicht an Armut leiden, dass sie viel lieber philosophisches, theoriegeprägtes thematisieren als soziales, gesellschaftskritisches, alltägliche Not. Doch halte auch ich für weniger nötig, die Welt zum tausendsten Mal zu interpretieren, als sie einmal zum Positiven zu verändern. Denn, Zitat, eine Philosophie, in der man zwischen den Zeiten nicht die Tränen, das Heulen und Zähneknirschen und das furchtbare Gedöse gegenseitigen allgemeinen Mordens hört, ist keine Philosophie. Sagt nicht Marx, sondern Schopenhauer. Wir meinen immer, meine Damen und Herren, die Ära des Kannibalismus sei längst vorüber. Tatsächlich frisst keine Epoche mehr Menschen als unsere. Tatsächlich sind heute die fatalsten Schlachtfelder nicht die tradierten, sondern jene, auf denen man Kriege im Frieden führt. Die globalen Vernetzungen der Industrie, was weniger geografische Fronten betrifft, als den uralten Kampf zwischen oben und unten, ehe dieser dann doch wieder ins heiße Inferno übergeht. Schon in der Antike, als man, seinem Gebietsweise, bereits klug genug war, zwischen Handels- und Seeräuberschiffen kaum zu unterscheiden, geißelte Marc Aurel die Verantwortungslosigkeit der Intellektuellen als eine Pest weit gefährlicher als verpestete Luft. Doch was tun wir? Wir reden. Wir reden, wir schreiben, machen bloße Worte. Und die Mehrheit, die mit uns lebt, sie vergoldet Showmaster, Quatschonkels und Quatschtanten, Ballspieler etc. Und wir alle, wir lassen Hunderttausende, lassen Millionen Menschen indessen verhungern. Ja, müssten wir denn diesen nicht zuschreien, nach dem Eigentum derer zu greifen, die sie verhungern lassen, nach uns nun? Ein Aufwiegler taugt manchmal mehr als alle Abwiegler zusammen. Und so sollten solche Aufwiegler, die radikales Denken lieben, das vernünftig ist, bevorzugt Kandidaten sein für diesen Preis. Erst recht aber sollte dieser Preis, mein dritter ganz besonderer Wunsch, jene auszeichnen,
die immer wieder eintreten, auch und gerade für das am wenigsten Geachtete, am meisten Missbrauchte, das schuld- und hilfloseste Geschöpf der Welt. Schon das erste Bibelblatt gibt es zum Schlachten, zum Verschlingen frei. Und kein Wort Gottes war bis heute so erfolgreich als diese furiose Fressofferte einer Religion, die sich damit prahlt, alle Tieropfer sogleich abgeschafft zu haben und doch mehr Tiere opferte als jede andere Religion, nur nicht mehr Gott, sondern den eigenen Bauch. Schon das erste Tier, das auftaucht im Alten Testament, wird verteufelt. Schon der älteste Christ im Neuen Testament stellt sich gegen das Tier. Noch heute starren uns in ungezählten Christentempeln Tiere an, Tiergesichter, erbarmungslos von irgendwelchen heiligen Quanten zerquetscht. Und noch heute sanktionieren Päpste die Vivisektion. Sie zählen oder zählen sie noch zu den größten Aktionären einer bekannten, mit Vivisektion florierenden Pharmafirma. Und wir aufgeklärten Humanisten, wie verkehren wir mit Tieren der unbeweinten Kreatur? Am liebsten doch und lebenslang per Essbesteck. Mit Wesen, von denen Darwin sagt, sie haben wörtlich dieselben Gemütsbewegungen wie wir. Für einen Bissen Fleisch, klagte bereits Plutarch. Leonardo da Vinci sah die Zeit kommen, wo man auf den Mord von Tieren herabsehen werde, wie jetzt auf den Mord von Menschen. Und keiner blickte tiefer als Tolstoi, solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Ich danke Herbert Steffen für die generöse Stiftung dieses Preises, danke ebenso für die jahrelange großzügige Förderung meiner Arbeit, vor allem durch ihn und, erlauben Sie mich daran zu erinnern, meinen toten Freund Alfred Schwarz, sowie durch viele selbstlose Leser. Ohne diesen Beistand gäbe es so manchen Band der Kriminalgeschichte des Christentums, gäbe es auch sonst mehr Wichtiges nicht, etwa zur gerade skizzierten Thematik, für einen Bissen Fleisch, warum ich Agnostiker bin, oder ich brauche kein Gottesbild. Titel übrigens, von denen zumindest die letzten zwei zeigen könnten, wie nahe Ihr Verfasser Ihnen, verehrter Herr Dawkins, ideell steht, dass er über das Monster aus der Bibel denkt wie Sie, dass er auch Ihre anderen Gottesverwerfungen teilt, Ihre entgötternde Skepsis insgesamt. Das sind aber, wie fast nichts sonst, Ihr Bekenntnis bewegt, dieser so traurig anrührende, in das Weltall hinausgestreute Zweifel. Mag sein, dass wir die Musik des Universums nie verstehen werden. Was ich weniger teile und keinesfalls aus Altersgründen, hier freilich eben zu erwähnen noch, ist an sich ja so schöner, jugendlich beschwingter, fast möchte ich formulieren, inselwindfrischer Optimismus. Wohlwissend, wie Not er vielen tut. Doch jetzt auch ich ihren Elan, ihre Angriffigkeit, dazu das sogar nicht vernunfteite, wenig professorale, das unverblümte und oft so angelsächsische Seelfrohe ihrer Textur und ihre intellektuelle Redlichkeit. Ich habe von dem Naturforscher als diesbezüglich ziemlich Taubenuss viel gelernt und es entzückt mich zumal, wie der
besondere Gelehrte, zuweilen bedeutende Dichter zitiert, bezaubernde Lyrik, magische, mystische Gaben. Es freut mich sehr, dass Sie, Professor Richard Dawkins, der erste Träger des Lächelpreises sind. Ich gratuliere herzlich, gratuliere Ihnen, gratuliere uns. Ich danke allen.